So Leute, willkommen zu einem, ich sage jetzt mal, Informationsvideo. Wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit, die einzigartige Möglichkeit wohlgemerkt, mir eure Level aus Super Mario Maker zu schicken und ich werde sie selbstverständlich auch let's playen. Aber wartet noch ganz kurz, bevor ihr in die Tasten haut und die Kommentare mit euren Level-IDs voll spammt, denn es gibt einige Regeln, die ihr beachten solltet. Als erstes sei gesagt, ich werde lediglich Level spielen, die unter dieses Video gepostet werden. Falls ihr eure IDs unter irgendein anderes Video schreibt, werde ich die einfach nicht berücksichtigen. Ihr dürft mir so viele Level schicken, wie ihr wollt, jedoch möchte ich natürlich die Level von so vielen Zuschauern wie möglich spielen, deswegen machen wir das folgendermaßen. Ihr könnt mir zwar in einem Kommentar so viele Level-IDs hinschreiben, wie ihr wollt, also so viele Level-IDs von euch natürlich, wie ihr wollt, aber ordnet diese einfach so an, dass das Level, welches ihr als erstes von mir gespielt haben wollt, als oberstes steht und dann das zweite natürlich als zweites, das dritte als drittes und so viele Level, wie ihr halt habt, könnt ihr halt alle hinschreiben. Ich werde dann einfach die Kommentare durchgehen und von jedem von euch erstmal das erste Level spielen. Wenn dann alle dran gekommen sind, werde ich die Kommentare nochmal durchgehen und das zweite spielen und so weiter und so fort. Ich glaube, man versteht schon, wie ich das meine. Ihr könnt auch gerne irgendwie eine Beschreibung zum Level hinschreiben, falls es irgendwas Wichtiges zu wissen gibt oder sonst irgendwas, falls ein Rätsel ist. Ja, nee, es wäre glaube ich nicht ganz so gut, wenn mir das Rätsel spoilert, aber keine Ahnung, irgendwie, wenn ihr irgendwie denkt, irgendwas muss man zu diesem Level gesagt haben, beziehungsweise ihr müsst das hinschreiben, dann schreibt das auch gerne hin. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Schickt mir bitte gute Level. Ich erwarte weiß Gott keine Meisterwerke, aber man sollte wenigstens sehen, dass ich ein bisschen Mühe gegeben wurde. Falls mir irgendjemand wirklich extrem schlechte Level schicken sollte, werde ich danach auch kein Level von dieser Person mehr spielen. Also ihr müsst jetzt auch keine Angst haben, dass ich irgendwie megamäßig hart sein werde, aber zum Beispiel, wenn da einfach nur eine gerade Strecke sind und da sind dann zwei Goombas irgendwie zu sehen, dann ist das für mich kein Level, wo sich wirklich Mühe gegeben wurde. Also ich werde jetzt wirklich kein Arschloch sein, aber ja, schickt mir nicht irgendwelche Mülllevel. Ich glaube, ihr versteht schon, was ich damit meine. Ihr dürft mir auch wirklich gerne schwierige Level schicken, das ist kein Problem. Aber bitte schickt mir keine Level, die einfach unfair sind. Also sie sollten schon irgendwo fair gestaltet sein. Das heißt, ich möchte nicht irgendwie Gegner-Gespamme haben. Ich möchte keine Invincible Coin Blocks, also unsichtbare Münzblöcke haben, die einen in Tod stürzen lassen und so Zeugs halt, weil das ist nicht schwierig, das ist einfach nur frustig und unfair und das muss nicht sein. Aber wie gesagt, schwierige Level dürft ihr mir auch gerne schicken. Diese fände ich cool, wenn ihr diese sogar noch beschriftet, also hinter oder vor der Level-ID, dass ihr einfach hinschreibt, ja, schwieriges Level. Ihr könnt ja selbst einschätzen, wie schwierig die Level ungefähr sind, damit ich einfach schon mal ein bisschen vorbereitet bin und vielleicht weiß, was mich erwartet, damit ich die vielleicht auch ein bisschen besser einteilen kann. Ich werde die Level dann spielen und dann auch Kritik daran ausüben, sowohl positive als auch negative. Also falls ihr mit negativer Kritik nicht klarkommen solltet, müsst ihr mir auch keine Level zuschicken. Aber keine Angst, ich werde versuchen, die Kritik möglichst konstruktiv zu verfassen, so dass ihr auch natürlich die Chance habt, euch zu verbessern, denn das ist, glaube ich, das Wichtigste bei solchen Dingen. Ihr dürft aber auch liebend gerne Kritik an meiner Kritik ausüben, denn es kann immer sein, dass ich in der Hitze des Gefechts irgendwas übersehe und dann vielleicht auch unangebrachte Kritik äußere. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Also, ja, wie gesagt, ich werde die Level irgendwie bewerten. Ich werde versuchen, möglichst konstruktiv dabei zu bleiben. Wenn da aber wirklich, wie gesagt, Schrott dabei sein sollte, werde ich es auch ganz klar sagen, so. Das war es dann eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Ich hoffe auf eine rege Beteiligung und freue mich echt tierisch auf eure Level. Ich hoffe, ihr freut euch auch darauf, sowohl die Level der anderen zu sehen, als auch eure Level dann selbst zu sehen. Es gibt irgendwie keinen Einsendeschluss. Ihr könnt jederzeit hier kommentieren. Ich werde auch immer wieder mal reinschauen. Also da müsst ihr keine Angst haben. Einfach nicht irgendwo anders die Kommentare voll spammen mit euren Level-IDs. Dann wie gesagt, ich danke euch fürs Zuhören und hoffe dann auf coole Level von euch. Bin mir sicher, ihr habt die besten Level der Welt. Bis zum nächsten Video dann, meine lieben Freunde. Schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.